Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, ich bin jetzt bei Ravensburger Red Peak, da wurde auch schon viel diskutiert. Carlo Arrossi, immer spannend seine Spiele zu verfolgen, was für Ideen er diesmal mit reinbringt ins Spiel. Es hat 8 Jahre, 2 bis 6 Spieler, 20 bis 30 Minuten. Wir schwenken gleich auf das Material, auch hier noch Hinweis Prototypen und dann bekommt ihr mal einen Einblick, wie das funktioniert, aber wir wollen dabei auch nicht ins Detail eingehen. Wir befinden uns auf einer Vulkaninsel und werden vom Ausbruch des Vulkans überrascht und müssen nun versuchen, ans rettende Ufer zu gelangen. Zu unserem Boot. Das passiert, indem wir uns durch diesen dichten Urwald erst einen Weg schlagen und das passiert in der Tagphase. Da wird unser Abenteurer aktiv. Wir bekommen von der Zeit 90 Sekunden zur Verfügung gestellt und müssen uns in dieser Periode koordinieren, welche Instrumente, welche Materialien wir zur Verfügung haben, um welchen Weg legen zu können. Auf dem Wegblättchen sehen wir nämlich unterschiedliche Symbole angegeben, die wir benötigen, um diesen Weg auslegen zu können. Einmal heißt es also, wir müssen uns koordinieren, was steht uns zur Verfügung, welchen Weg wollen wir denn machen und in welcher Reihenfolge wollen wir den auch legen. Haben wir dies innerhalb von 90 Minuten Sekunden geschafft, dann beginnt die zweite Phase. Wir geben unsere Sachen ab, wir versetzen den Abenteurer. Wir wollen aber natürlich auch unser Zelt bei uns haben, wandern dann von Blättchen zu Blättchen und schauen, was kriegen wir als Belohnung ausgezahlt und wie verhält sich der Vulkan in dieser Nachtphase. Der Vulkan kann sich entweder gar nicht verhalten, er kann aber 1 bis 3 Blättchen Lava auch ausspucken. Und wir müssen schauen, dass wir die Lava immer, soweit es geht, von unserem Zelt entfernt halten. Solange uns dies gelingt, dürfen wir uns weiterhin bewegen. Es beginnt ein neuer Tag. Wir legen neuen Weg aus, wir kriegen unterschiedliche Materialien in der Nachtphase dann wieder. Schaffen wir es also rechtzeitig vor der Lava zu unserem Boot, haben wir gewonnen, holt uns die Lava allerdings vorher ein, haben wir verloren. Wann erscheint das Spiel im Handel? Jetzt schon die nächsten Wochen? Ab März. Ab März, also da, man sieht ja auch recht weit schon vom Material, wird es wahrscheinlich noch die eine oder andere Anpassung geht, aber wie gesagt, die nächsten Wochen verfügbar. Danke dir. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.